Ja, servus zusammen, einen wunderschönen guten Tag. Ich bin wieder unterwegs heute hier in Norwegen, um schöne Fotos zu machen. Und der Tag heute Morgen, der hat unglaublich ruhig angefangen. Ich habe zuerst mal den Sonnenaufgang in meinem Häuschen erlebt. Das war wirklich ein Traum. Ganz tolle Stimmung, die Wolken haben sich schön verfärbt. Habe die Kamera aber mal bewusst zur Seite gelegt, um einfach mal eine Tasse Kaffee auf der Couch zu trinken. Das muss auch mal sein. Und jetzt bin ich hier gegen Mittag losgefahren, habe eine kleine Tour mit meinem Auto gemacht, habe einmal Ballstadt besucht und habe mal versucht, so abseits der, ja, ich sag mal, Touristenspots oder der Hotspots mal ein paar Fotos zu machen, ein bisschen zu fotografieren und ja, so ein bisschen, ich sag mal, normale Bilder zu machen, ja, normale Urlaubsbilder. Es kann ja nicht immer Insta-Style sein, ne? Jetzt haben wir aber am Nachmittag, ca. 14 Uhr haben wir jetzt. Es hat auch tatsächlich ein bisschen zugezogen, aber die Lichtverhältnisse, die sind dennoch sehr, sehr gut. Und ich habe mich jetzt hier auf den Weg gemacht, und zwar in den Norden von Leknes, und zwar zum Utterclive Beach. Der liegt direkt neben dem Haugland Beach, der ist wahrscheinlich den meisten ein Begriff. Und die beiden Strände sind wirklich schön. Und hier kann man wirklich auch toll die Wellenformation und auch die Felsformation hier im Vordergrund, ja, fotografieren. Ne? Und das würde ich jetzt gerne auch versuchen. Es gibt aber noch einen zweiten Grund, warum ich jetzt heute hier bin. Und zwar soll man von diesen beiden Stränden hier sehr gut auch die Nordlichter, also sprich die Polarlichter, fotografieren können. Und deswegen bin ich jetzt schon mal so ein bisschen hier auf der Suche nach einem coolen Spot, wo ich mich dann auch mal abends oder nachts hinstellen kann, um auf Polarlichter zu warten. Und da bin ich gespannt, ob ich da einen coolen Spot finde. Ich finde das immer ganz gut, wenn man sich da schon, ja, einen Tag vorher oder eine Zeit lang vorher mal drum kümmert, um den Spot. Dann muss man da nicht im Stockeduster nachts einfach hinlatschen. Das macht ja auch keinen Spaß, ne? Also Leute, ich bin jetzt hier am Utterclive Beach. Such mir jetzt mal hier einen coolen Vordergrund. Ein paar Felsformationen. Und da nehme ich euch gerne mit hin. Ciao. But first of all, es geht um die Liebe. Schaut mal hier, was ich hier ein schönes Plätzchen gefunden habe. Hier hat Amor wohl seine Pfeile verschossen. Das könnte ich mir auch schön vorstellen. Ja, abends beim Feuerchen, unterm Herz. Da oben ist auch noch ein Herz. Wahnsinn. Kann man schön noch die Kerze anmachen. Und los geht's. Ja, ich habe ja gesagt, ich bin jetzt hier auf der Suche am Ufer. Stimmt nicht so ganz. Ich war zwar gerade am Ufer, muss aber jetzt den Weg hochnehmen, weil ich da unten einfach nicht gehen kann. Aktuell ist Flut und das macht es einem natürlich noch schwieriger, hier unten die Vordergründe zu finden in Ufernähe. Das heißt, darunter kann ich jetzt nicht. Bedeutet für mich, ich gehe jetzt wieder dahin, wo ich eben angefangen habe, weil da war ich relativ nah dran am Wasser. Also Leute, I'll be back. Ich bin hier unten am Ufer und habe mich jetzt wieder da positioniert, wo ich eben tatsächlich auch schon hier, ja, das Intro gemacht habe. Da hinten reißt es so ein bisschen auf, ganz schön. Wir sehen hier also den Utterclive Beach. Und ich glaube, wenn etwas weniger Wasser hier, ja, ist, dann kann man auch ein bisschen weiter nach vorne gehen. Hoppala. Und vielleicht auch mal so ein paar Pfützen, ja, schön aufzunehmen. Ja, mir gefällt es auf jeden Fall richtig gut hier. Habe jetzt mein Stativ hier schon waghalsig aufgebaut. Bis jetzt ist noch kein Spritzer rangekommen. Obwohl hier manchmal doch die Wellen ganz schön ranrasen.
Was habe ich hier gemacht? Ihr seht, hier ist so ein Rund. Hoppala, hoppala. Jetzt kam das Wasser. Oh, festhalten hier. Hier ist so ein Rund. Und das baue ich jetzt mit ins Bild ein, so als Linie. Und dieses geht genau in Richtung dieses Berges da hinten. Und genau das möchte ich. Und ich habe jetzt einen Softverlaufsfilter drin, um die Belichtungszeit ein kleines wenig oder ein kleines bisschen zu verlängern. Ich möchte so auf eine Viertelsekunde kommen, damit das Wasser also noch ein bisschen dynamisch wirkt. Und deswegen bin ich auf Blende 16 gegangen, ISO 100. Und wie gesagt, diesen Softverlaufsfilter und habe ein bisschen am Polfilter gedreht. Oh. Oh. Da muss ich aber mal die Kamera mal zurückhalten hier. Naja. Okay. Also habe ich am Polfilter auch noch ein bisschen gedreht, damit das Ganze hier noch ein bisschen mehr Struktur bekommt und nicht so spiegelt. Weil die Felsen hier sind ja alle klitschnass. Und deswegen spiegelt das extrem. So, und ich würde sagen, ich fange jetzt erstmal an mit meinen Shots. Wichtig hierbei, ich habe jetzt Reihenaufnahme eingestellt. Reihenaufnahme schnell. Und wenn die Wellen kommen, dann drücke ich einfach die ganze Zeit tak, tak, tak. Und dann schaue ich mir von den 100 Bildern an, welches ich dann am Ende nehme. So einfach ist das. So Leute, und weil es jetzt gerade so schön ist, mache ich jetzt auch meine Langzeitbelichtung, also sprich, ich sag mal so 30 Sekunden Belichtungszeit, habe jetzt ein ND 1000 drin, gleiche Position und Feuer frei, Selbstauslöser 2 Sekunden und zack, 30 Sekunden warten, hoffen, dass es nicht nass wird hier. Die Steine sind auch nicht gerade warm. Oh. Hoppa. Ich habe immer aus Sicherheitsgründen die Hand hier an der Kamera. Weil sollte hier doch eine Welle auf einmal kommen, dann reiße ich wenigstens die Kamera hoch. So, wie lange haben wir noch? Ah ja, sieht aber auch geil aus, Leute. Sieht auch gut aus, gefällt mir. Kann man so lassen. Tippidoppi. Also ich bin happy hier am Utterclive Beach. Das könnte zum Beispiel eine coole Location sein, um abends die Polarlichter auch mal zu fotografieren. Das werde ich dann aber eher in Hochkant machen. Das heißt, ich werde jetzt mal ausprobieren hier. Da muss ich mich ja auch nicht auf dem Boden hier rumräkeln. Das kann man ja auch im Stehen machen. Ja, aber das sieht auf jeden Fall auch im Hochkantformat schon mal sehr geil aus. Wenn jetzt hier... Oh wow, ey, wenn jetzt hier die Polarlichter genau über mir wären, dann könnte ich hier ein richtig tolles Bild machen. Wirklich. Mega. Ich habe ja 15 bis 35 mm drauf. Das reicht in der Regel auch. Aber hier würde ich mir tatsächlich noch 14 mm wünschen. Oder sogar noch weniger. 12 mm oder so. Weil das kann man hier echt gut gebrauchen, um die gesamte Landschaft hier einfach auch richtig schön einzufangen. So, weiter geht's. Yes, servus, da bin ich wieder und zwar am Haugland Beach. Der Haugland Beach ist tatsächlich nur ja, keine 2 Kilometer hier vom Utterclive Beach entfernt. Und Haugland Beach sollte natürlich jedem Fotografen auch ein Begriff sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr beliebter und bekannter Hafen, hätte ich fast gesagt, Strand. Und ihr seht vielleicht auch hinter mir, das Wetter hat sich komplett geändert. Es sind nur 2 Kilometer einmal durch den Berg, durch den Tunnel. Aber hier sieht das Ganze viel schöner aus. Sonne, da hinten
sieht man so ein bisschen so einen Lichtstreif am Horizont. Das Wolkenband reißt auf. Also komplett andere Bedingungen wie am Utterclive Beach. Ich werde jetzt mal schauen, was ich hier so anstellen kann, was ich hier fotografieren kann. Und ja, ich würde sagen, komm mit. Schaut mal hier. Ich bin zwar jetzt nicht direkt am Strand, am Sandstrand, sondern ich bin hier ein bisschen weiter oberhalb und hier geht so ein kleines Flüsschen. Ach, mega. Kleines Flüsschen, so ein bisschen Eis, Flüsschen und so weiter. Da hinten die Sonne. Und dieses Gewässer hier, das werde ich mir jetzt zunutze machen. Mal schauen, vielleicht gehe ich da. Na, ich will ja den Berg eigentlich mit drauf haben, sodass der Fluss eine führende Linie bildet. Also so kann es weitergehen. Ja, ob ich der Brücke hier ewig trauen werde, das weiß ich aber auch nicht. Wow. Ich bin jetzt vom Parkplatz, der ist da hinten, da steht auch mein Auto. Bin jetzt hier rüber gelaufen. Oh, schaut euch das mal an. Was ist das bitte für ein Panorama? Das ist ja irre. Mega. Und wisst ihr, was mir noch richtig gut gefällt? Ich muss hier nur mal aufpassen, dass ich hier nicht so tief einsinke. Was mir hier auch gut gefällt ist, hier, da spiegelt sich die Bergspitze in diesem Eis. Mega, das funktioniert nur, wenn das Eis da oben drauf so leicht angetaut ist. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein richtiger Shot, den werde ich gleich mal umsetzen. Ich gehe jetzt hier aber noch mal ein bisschen rüber. Vielleicht sehe ich den noch von der anderen Seite. Wow, mega. Wenn es ein kleines bisschen weniger Eis wäre, boah, dann wird er sich so krass. Boah, schaut euch das an. Man kann das so geil hier fotografieren. Und damit lege ich jetzt auch los. Und was natürlich hier mega ist, man braucht ja gar keine Langzeitbelichtung machen, weil das Wasser ja eh steht und sich so richtig schön spiegelt. Das gefällt mir mega gut. So. Okay. Sit down, please. Bisschen aufpassen. Yes. Wow. So Leute. Und jetzt habe ich was mega geiles gesehen. Und zwar ist hier so eine Eisscholle oder die Eisscholle, die ist hier gerade gebrochen. Und die führt genau Richtung Beach. Und das sieht richtig nice aus. Ich befürchte nur, dass ich hier unter mir ist eigentlich nicht mehr viel. Also hier geht es direkt ins Wasser. Ich hoffe, das Ding hält mich. So. Und jetzt werde ich mich hier so ein bisschen. Gott. Werde ich mich hier jetzt mal ein bisschen rüberhängen. Also keine Sorge, es ist nicht lebensgefährlich. Weil. Wasser nur ein paar Zentimeter hoch. Naja, 30, 40 Zentimeter würde ich sagen. Aber muss ja trotzdem nicht sein, ne? Yes! Bänder 8, ISO 100. Feuer frei. Wow! Ey, ist das geil. Ist das gut. Also man könnte ja meinen, es ist Abend, ne?
Dabei haben wir 14.30 Uhr. Das ist so geil. Man kann hier den ganzen Tag fotografieren. Okay. Next one. Weiter geht's. Eins, zwei, drei. Zack. Wow. Ich bin so happy. Hier in meinem kleinen Schneeloch. Das macht so Spaß, hier zu fotografieren. Wow. Ich mache jetzt mal eine Instagram-Story. Ist es eigentlich schlau, hier seine Kamera in den Schnee zu legen? Wahrscheinlich nicht. So, ich sag mal, das ist auch ziemlich nett hier für Polarlichter. Könnte ich mir gut vorstellen, wenn die sich hier in dem Eis spiegeln. Quasi das grüne Licht vom Himmel dann auch noch mal so ein bisschen im Eis spiegeln. Ich glaube, das sieht ehrlich gesagt ganz schön aus. Oh, hinter mir da oben in den Bergen, da kommt eine große Wolkenfront auf mich zu. Mal schauen, wie lange das hier noch so schön ist, ne? Aber ist doch scheißegal. Ich werde jetzt mal runter zum Beach gehen, zum Sandstrand. Keine Sorge, ich werde nicht eisbaden. Wobei, ich bin alleine hier, ne? Kann man es mal machen. Nee, keine Sorge, ich werde nicht eisbaden. Ich werde dort jetzt mal die Location checken. Komm mit! Okay. Scheiße! Okay, Leute, ich stehe im Wasser. Naja, egal. Ich werde jetzt hier trotzdem geile Bilder machen. Und ich warte jetzt drauf. Also zwei Möglichkeiten. Möglichkeit A, die Wellen sind nicht mehr da, sondern es ist schon komplett im Sand eingesickert. Dann spiegelt sich der Berg besonders schön. Oder Möglichkeit 2, ich warte drauf, dass eine schöne Welle kommt und somit eine führende Linie hergestellt wird. Ja, ich versuche mal beides. Also es hat gut geklappt. Jetzt sind meine Füße allerdings komplett nass. Aber es nützt nichts. Ich muss das Ganze auch nochmal in Querformat machen. Boah, ist das hier fies. Vielleicht sollte man abwarten, bis die Wellen nicht zu hoch sind. So, jetzt. Los. Also man sieht jetzt wunderbar auch die Spiegelung. Vielleicht ein bisschen runter gehen. So, und jetzt kommen wieder Wellen. Na, aber die reichen noch nicht. Okay, das ist meine Location hier für Polarlichter. Also diese Spiegelung, Wahnsinn. Das ist wirklich ein Traum. So, ne? Gerade mal so gut gegangen. Oh, ist das wunderbar. Ist das wunderbar. Oh. Ja, ich will ehrlich gesagt nicht noch weiter vorgehen. Geil. Also genau so wollte ich es haben. Es hat sich jetzt unglaublich gelohnt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier auch hinkommen werde, jetzt zum Polarlichter fotografieren. Das ist ein absoluter Traum. Ist so unscheinbar, dieser Beach. Aber ist einfach toll. Okay, finito, wir haben's. Also hier ist viel fester wie dort.
machen. Ja, was für ein Spaß hier am Hauptland Beach. Hat jetzt richtig Fun gemacht hier. Die Jagd mit den Wellen, richtig cool. Und das, was ich gerade gesagt habe, dass hier gerade so eine richtig dicke, ungemütliche Wolke mir entgegenkommt, das kommt jetzt immer näher. Deswegen werde ich jetzt hier erstmal abbrechen. Werde jetzt mal zurück in meine Unterkunft fahren, mir die Bilder nochmal anschauen. Ich bin total happy jetzt. Und ja, mal schauen, ob heute Abend Polarlichter zu sehen sein werden. Vorausgesagt ist eine sehr niedrige Wahrscheinlichkeit, aber in den nächsten Tagen werden wir sicherlich ja noch das ein oder andere Mal dazu kommen. Das war jetzt schon der zweite Teil hier meiner Lofotenreise. Heute Utterclay Beach. Heißt er Utterclay? Heute Utterclay Beach und Haugland Beach. Zwei Strände heute hier und das finde ich richtig klasse. Sandstrand, Eis, Schnee, Berge, Sonne, Wolken. Also mega, mega cool. Hat mir heute wirklich viel Spaß gemacht. Wenn dir das Video heute gefallen hat, dann Daumen nach oben, Abonnement nicht vergessen. Und ja, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Also passt halt auf euch auf, bleibt gesund. Bis bald. Ah. Ja Leute, ich bin's nochmal ganz kurz. Nachdem ich ja angekündigt habe, jetzt nach Hause bzw. meine Unterkunft zu fahren, bin ich jetzt hier auf dem Rückweg nochmal kurz hängen geblieben. Und ich zeige euch auch warum. Na darum. Hey, das ist ja total crazy. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal da runter zum Ufer. Cam ist dabei. Oh, und ich hoffe, dass ich noch ein paar coole Shots jetzt hier hinbekomme. Ja Leute, also Spotsuche, das ist ja wirklich unglaublich gerade. Da hat der Wettergott mal wieder zugeschlagen. Oh, hier kommt schon das Wasser an. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, die Flut kommt hier langsam. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man nicht nass wird, ne? Ich habe jetzt leider in der Eile alle Filter im Auto gelassen. Aber das macht nichts. Das ist ja unglaublich. Richtig schön, Leute. Richtig schön. Das gefällt mir unglaublich gut. Ich fotografiere jetzt hier alles aus der Hand. Ich habe mein Stativ jetzt im Auto gelassen und das ist einfach ein Traum. Ne? Das sieht so wunderschön aus. Blende 8, ISO 100, habe den Stabilisator angemacht und komme also auf eine Zehntel Belichtungszeit jetzt gerade. Eine Zehntelsekunde Belichtungszeit. Kann man schön noch aus der Hand halten, ansonsten lege ich es halt irgendwo ab, auf meinem Knie oder so, das geht auch ganz gut. Wahnsinn! Was für ein mega geiler Sonnenuntergang, ey, das ist ja irre! Wer hätte das gedacht heute? I'm very happy, very, very happy. So, ich knipse jetzt hier noch ein bisschen, ich sag schon mal wieder danke fürs Zuschauen. Immer noch, es war jetzt nur ein kurzer Anhang und die Bilder hier von hier, dem Spot, die zeige ich euch jetzt noch. Also macht's gut, ciao!